Ein Vierteljahrhundert. So alt wird der DJK-Rettungsdienst Mittelhessen in diesem Jahr. Wir blicken zurück auf 25 bewegte Jahre und vor allem auf Jahre mit viel Bewegung. Wir sind nicht alt, wir sind jugendlich. In einer Organisation wie dem Deutschen Roten Kreuz sind 25 Jahre fast nichts. Insofern sind wir jetzt langsam in der Phase des Erwachsenwerdens. Der Rettungsdienst Mittelhessen wurde 1997 von den DRK-Kreisverbänden Marburg, Biedenkopf und Gießen gegründet. Mit diesem Zusammenschluss haben die drei Kreisverbände ein Konzept umgesetzt, welches der DRK-Landesverband Hessen empfohlen hatte, nämlich die Regionalisierung von Dienstleistungen wie zum Beispiel dem Rettungsdienst. Auch das Marburger Krankenpflegeteam, kurz MKT, ein vormals privater Rettungsdienst, ist Teil dieser neuen Gesellschaft geworden. So ist der Rettungsdienst Mittelhessen in die erste langanhaltende und gute Entwicklungsphase gekommen. Die Entwicklung bezog sich auf die Entwicklung für das Personal, die Vereinheitlichung der Ausrüstung und die Entwicklung der Standorte. In den darauffolgenden Jahren konnten in all diesen Bereichen deutliche Verbesserungen erzielt werden. Vor allem die Standortentwicklung stellte zu Beginn eine Herausforderung dar. Die Rettungswachen waren zunächst in Bestandsgebäuden untergebracht, die von der ursprünglichen Ausstattung nicht als Rettungswache konzipiert waren. Sie wurden zunächst umfunktioniert, hatten aber wenig Funktionales. Susanne Papendorf war von Beginn an dabei und erinnert sich noch genau, wo damals alles anfing. Als der Rettungsdienst Mittelhessen 1997 gegründet wurde, war die Rettungswache Marburg Süd noch hier in diesem Gebäude untergebracht. Und wenn man die Treppe da hochging, dann kam man direkt in die Rufzentrale. In diesem Gebäude war die Verwaltung und mein Büro, das war hier rechts auf der Seite, die beiden Fenster. Und hier gegenüber war die Logistik untergebracht. 2006 war es dann soweit. Die Bauarbeiten für den neuen Hauptsitz der Rettungsdienstgesellschaft haben begonnen. Der Umzug in den Neubau am Krekel erfolgte im Dezember. Oben zog die Verwaltung ein und unten die Rettungswache Marburg-Stadt. Für uns war das ein Riesenschritt. Also wir haben uns mega gefreut, hierher zu ziehen und das war wirklich richtig toll. Und ich denke, das steht auch irgendwo dafür, was beim Rettungsdienst Mittelhessen dann in den Folgejahren an Neubauprojekten realisiert worden ist und die Verbesserung, die das bedeutet. Bis 2016 bestand der Rettungsdienst in seiner ursprünglichen Konstellation. In dieser Zeit ist das Unternehmen durch die Vergrößerung der rettungsdienstlichen Vorhaltung bereits erheblich gewachsen. Anfang 2017 kam der nächste Wachstumsschub. Der vormals private Rettungsdienst Eschenburg wurde Teil des Rettungsdienst Mittelhessen. Damit hat sich auch die Partnerschaft mit den Rettungsdiensten Dill und Wetzlar ergeben, weil RDE in deren Gebiet tätig war. Im Sommer 2017 sind die DRK-Kreisverbände Alsfeld und Lauterbach mit ihrer Rettungsdienstgesellschaft dazugekommen. 2021 wuchs der Rettungsdienst Mittelhessen schließlich zu seiner heutigen Größe heran. Die Kreisverbände Wetzlar und Dill sind als Mitgesellschafter beigetreten und der Wetzlarer Kreisverband hat auch seinen Rettungsdienst mit eingebracht. Das ist die heutige Situation und damit haben wir uns in der Zeit seit 2016 faktisch in allen Dimensionen unserer Aufgaben verdoppelt. Dieses erneute große Wachstum stellt das Unternehmen auch vor Herausforderungen. In der neuen Betriebsgröße muss noch zueinander gefunden und das Wir-Gefühl gestärkt werden. Aber auch an den Betriebsstrukturen wird gearbeitet. 27 Wachenstandorte sind bis heute dazugekommen. Vieles davon als Neubauten, vor allem in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Gießen. Auch im Vogelsbergkreis konnten schon einige Wachenneubauten realisiert werden. Aber auch durch Ertüchtigungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden konnten die Standorte auf einen guten Arbeits- und Aufenthaltsstandard angehoben werden. Die Rettungswache Lich war der erste Wachenneubau, den der RDMH realisierte. Da muss man aus heutiger Sicht sagen, da haben wir noch geübt. Die anfängliche Freude über diese schnelle Lösung verflog jedoch. Ein so klein und sparsam gebautes Gebäude erfüllte nicht die qualitativen Anforderungen an eine Rettungswache. Wir mussten das nochmal wesentlich erweitern und mussten es auch wesentlich ertüchtigen. In diesem Gebäude war es zu eng und es war zu heiß. Da haben wir viel gelernt. Die erste Bauphase in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Gießen konnte mit der Wache in Gladenbach abgeschlossen werden. Zur Einweihung überreichte der Vertreter der bauausführenden Firma Landrätin Frund und dem ehemaligen Landrat Fischbach jeweils eine Rettungswachenperlenkette, die für die zahlreichen Neubauten nach gleichem Standard entlang Lahn und Ohm stand. Was eine sehr schöne Geste war und was auch den erreichten Stand sehr schön beschrieben hat. Die rettungsdienstlichen Leistungen erbringt der RDMH aber nicht nur in Mittelhessen, sondern auch seit 1992 auf Langeoog und seit 2000 auf Spiekeroog.
Die Verbindung in den Norden besteht bereits seit MKT-Zeiten. Dieses Projekt hat bis heute ein hohes Ansehen in der Belegschaft, denn die Kombination aus hohem Freizeitwert und Arbeit ist ein absoluter Benefit. Auch für die einheimischen Seenotretter, die die Zusammenarbeit schätzen. Liebe Freunde vom Marburger Rettungsdienst Mittelhessen, liebe Sannis, seit 25 Jahren seid ihr jetzt schon hier auf der Insel und habt die Insel gut im Griff und uns auch. Uns beschert ihr immer Arbeit zu unmöglichen Zeiten, wenn wir gar keine Lust haben. Aber wir machen es für euch ja gern. Wir wünschen euch noch weiterhin eine gute Zeit auf Langeoog. Die Langeooger sind lieb, dass wir euch haben, dass alles so gut funktioniert und wir unterstützen euch weiterhin. So sieht's aus. Ein weiterer wichtiger Standort des DAK Rettungsdienst Mittelhessen ist das TLI, das Zentrum für Technik, Logistik und Infrastruktur samt Bildungszentrum in Marburg. Es war mal einer der wichtigsten Meilensteine in der Unternehmensgeschichte, dass wir diese beiden Bereiche hier aufbauen durften und haben damit auch die Entwicklung des Rettungsdienstes Mittelhessen ganz erfolgreich in den letzten Jahren geleitet. 2013 wurde das Bildungszentrum umgebaut und durch das Simulationszentrum erweitert. Wir machen hauptsächlich zwei Dinge. Wir arbeiten am Nachwuchs für unseren Rettungsdienst. Das heißt, wir bilden ca. 40 Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter jedes Jahr aus, die durch die dreijährige Ausbildung laufen. Weiterhin haben wir ca. 100 Rettungssanitäter am Ende des Jahres ausgebildet. Bereits seit 2014 gibt es die Notfallsanitäterausbildung am Bildungszentrum des DAK Rettungsdienst Mittelhessen. Das war eine riesen Herausforderung zu Beginn. Im Nachhinein schauen wir auf 8 Jahre Ausbildung zurück und man muss sagen, es hat sich stetig verbessert. Das Simulationszentrum hat durch die Möglichkeiten der technischen Ausstattung und auch der vielen Kontakte, die wir haben, einen großen Einfluss auf die Ausbildung und gewährleistet sozusagen auch ein Stück weit, dass wir dieses technisch hohe Niveau so halten können, auch in der Standardausbildung. Angrenzend an das Bildungszentrum befindet sich die unternehmenseigene Werkstatt. Hinter mir ist die Heckansicht eines Flottenfahrzeuges, eines Mehrzweckfahrzeugs. Das ist die 6. Generation des mittelhessischen Mehrzweckfahrzeuges. Im Jahr 1997 hat sich eine große Anzahl von Mitarbeitenden der damals frisch gegründeten Gesellschaft versammelt und Anregungen für die neue Flotte gesammelt. Diese Ideen und Wünsche wurden danach in Arbeitsgruppen weiter ausgearbeitet. Und so entstand das erste Fahrzeug des Rettungsdienst Mittelhessen. Das ist etwas, worauf wir, glaube ich, stolz sein können, weil es eben immer wieder auch Entwicklungen und Innovationen ermöglicht. Wenn Sie mal dahinter sich schauen, wir haben so einen Plan, wir haben neue Standardschränke. Und darüber hinaus gibt es dann die individuell angefertigten Schränke nach Kunden. Abfahrt! Die erste Flotte bestand aus 33 komplett einheitlichen Fahrzeugen. Darauffolgende Generationen wurden stets mit Hilfe von Mitarbeitenden verbessert und modifiziert. Das Urkonzept ist allerdings noch deutlich erkennbar, sei es der Eckschrank oder die Durchgangstür. Heute sind rund 120 Einsatzfahrzeuge in den verschiedenen Baumustern in Mittelhessen unterwegs. Auch äußerliche Gestaltungsvorgaben spielen bei Fahrzeugprojekten eine entscheidende Rolle. In den Anfängen des Rettungsdienstes wurde ein Gestaltungswettbewerb für ein eigenes Logo betrieben. Der dabei entstandene graue Kringel bleibt einigen besonders im Gedächtnis. Da haben wir nämlich an dem Logo des Roten Kreuzes sehr geschmackvolle Veränderungen vorgenommen. Das war der böse graue Kringel, der rund um das Rote Kreuz war und Rettungsdienst Mittelhessen drin stand. Das hat dann zu einem Streit geführt, sodass ich sogar persönlich den Generalsekretär des damaligen Roten Kreuzes in Bonn kennenlernen durfte. Und im Nachhinein haben wir gedacht, hätten wir es mal lieber nicht gemacht und dann ist das auch wieder von den Fahrzeugen verschwunden. Direkt an die Werkstatt grenzt die Logistik, ein zentraler Bereich, der aber aufgrund der Unternehmensgröße neu gedacht werden muss. Ja, hier sind wir im Lager, also in der Logistik des Rettungsdienstes Mittelhessen, das Reich von Patrick Riemer, der die Logistik und die Wachenversorgung verantwortet. Mittlerweile platzt der Bereich aus allen Nähten. Das hat zum einen mit dem Unternehmenswachstum zu tun, hängt aber auch mit einer erhöhten Lagervorhaltung aufgrund von Lieferschwierigkeiten zusammen. Ich gratuliere dem Rettungsdienst auch natürlich recht herzlich zu 25 Jahren und ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Die Landkreise Marburg, Biedenkopf und Gießen waren in Hessen die ersten, die mit einer 8-jährigen Beauftragung für die Notfallversorgung eine große Entwicklung von Infrastrukturprojekten ermöglicht haben.
Auch die Wache am Krickel ist auf Basis einer Standortgarantie und der achtjährigen Beauftragung realisiert worden. Ebenso wie viele weitere Wachen, die den Standard Mittelhessens geprägt haben. Bereits seit Ende der 1980er Jahre widmet sich die heutige Tochtergesellschaft MKT dem Intensivtransport. Der erste IHT ist im Jahr 1987 unter improvisatorischen Bedingungen durchgeführt worden. Nach den Erfahrungen dieses ersten Einsatzes hat der Rettungsdienst Mittelhessen gemeinsam mit der Anästhesie des UKGM Marburg ein festes Intensivtransportsystem entwickeln und etablieren können. Außerdem war er gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Frankfurt und dem DRK Kassel Teil der ersten landeseinheitlichen Regelung für Intensivtransporte. Heute ist der Intensivtransport fester Bestandteil der Leistungen des RDMH. Dazu zählen auch neonatologische Intensivtransporte. Viel Entwicklung ist passiert in den vergangenen 25 Jahren. 25 bewegte Jahre, aber vor allem Jahre mit viel Bewegung. Das alles wäre nicht möglich gewesen ohne die Mitarbeitenden. Unser Rettungsdienst lebt von dem Potenzial unserer Mitarbeiter und das Potenzial unserer Mitarbeiter ist riesig. Und da geht es nicht nur um die Qualität der Patientenversorgung, um das medizinische Wissen, sondern um die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, um die Bereitschaft, sich hier einzubringen. Okay, soll ich? Also ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl, hier dazu zu gehören. Ich bin seit August 2014 beim Rettungsdienst Mittelhessen tätig, habe hier meine Ausbildung gemacht. Seitdem hier auf der Rettungswache in Marburg glücklich tätig. Personalwesen hier auf der Rettungswache in Marburg Süd oder auch allgemein ist deutlich jünger geworden. Ich fühle mich umso älter, muss ich sagen. aber schön. Dann weiß man ja, wir sind ein guter Rettungsdienst, sonst wären wir keine 25 Jahre geworden. Ich wünsche dem Rettungsdienst Mittelhessen alles, alles Gute und auf weitere 25 Jahre. Alles Gute, Rettungsdienst Mittelhessen. Alles Gute. Auch auf dem weiteren Wege und freue mich selber auf schöne Jahre hier im Unternehmen. Bei drei? Bei drei. Eins, zwei, drei. Liebes RDMH, wir wünschen dir alles Gute zum 25. Geburtstag. Tschüss! Das ist doch gut, oder? Ein herzliches Dankeschön.